Moin zusammen und willkommen zum ersten Video-Review auf dem Kanal. Zum Anfang gibt es erstmal ein kurzes Video und zwar geht es diesmal um die Corsair Vengeance Low Profile Grün. Corsair hat das Produkt nicht großartig angekündigt, sondern direkt auf den Markt gebracht. Ich habe die Speichermodule zufällig im Preisvergleich gefunden und habe mir die dann auch mal schicken lassen. Ja, Besonderheit ist, die verfügen über einen grünen Kühlkörper. Es gibt die Module bereits in Schwarz, Blau, Weiß und Rot. Diese sind jetzt quasi die, ja, das sind dann die fünf, ist dann die fünfte Ausführung. Bevor wir die Module auspacken oder zu den einzelnen Spezifikationen kommen, kurz ein paar Worte zur Verpackung. Auf der Vorderseite kann man entnehmen, dass zwei Speichermodule A4 GB enthalten sind und dass der Speicher zur AMD-System bzw. zu aktuellen Intel-Systemen kompatibel ist. Zu welchen Intel-Systemen oder bzw. zu welchen AMD-Plattformen genau, dazu macht Corsair leider keine Angabe, allerdings können die Module ohne Probleme auf den gängigen Systemen verwendet werden. Auf der Rückseite gibt es in dem Beschreibungstext nochmal ein paar Informationen zum Garantiezeitraum. Der ist in Deutschland auf 10 Jahre begrenzt und ein Sticker, der darauf hinweist, welches Produkt Speicherkit man denn jetzt gerade in den Händen hält. In dem Fall laufen die Module im DDR3 1600 Modus mit Latenzzeiten von CL999-27 bei einer Spannung von 1,5 Volt. Genau, kommen wir zum Lieferumfang. Der fällt, wie man erwarten kann, eigentlich recht dürftig oder eher normal aus. Neben den Speichermodulen gibt es nur einen kleinen Flyer mit Informationen zu Garantiebedingungen, dass man das Produkt im Falle eines Defekts doch bitte direkt an Corsair einschickt und nicht an den Shop, wo man es gekauft hat. Ja, und im Lieferumfang zusätzlich natürlich noch die beiden Speichermodule. Die sind noch in so einer Plastikverpackung geschützt, damit da im Transport nichts drankommt. Also wenn da wirklich mal Wasser oder sowas drüber läuft, dann sind die Module einigermaßen gut geschützt. Dürfte aber eigentlich natürlich nicht passieren. Ja, kommen wir zu den Modulen selber. Wie ihr schon seht, grüner Heatspreader. Und die Besonderheit, oder was mir in diesem Fall aufgefallen ist, auf der Verpackung, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, auf der Produktseite im Internet sieht man es aber auf jeden Fall, die Dinger haben auf den Bildern immer ein grünes PCB. In echt, beziehungsweise bei den Modulen, die ich bekommen habe, ist das aber nicht so. Die haben ein schwarzes PCB. Das macht die Sache für all jene, diejenigen interessant, die ein Seitenfenster haben oder extremen Wert auf hohe Details legen. Ja, die grünen Heatspreader sind lackiert. Einige von euch kennen vielleicht die roten oder blauen. Da sind die Heatspreader eloxiert. Das Ganze sieht ganz schick aus. Ist grün glänzend, also mit, sag mal, mit Klarlack drüber, dass man das auch den Effekt bzw. die Lackierung gut sieht. Farblich ist das natürlich ein bisschen schwierig. Es gibt jetzt nicht so viele Mainboards, zu denen die Speichermodule passen. Auf der Vorderseite gibt es einfach nur diesen Corsair Vengeance Low Profile Sticker. Auf der Rückseite gibt es nochmal den Sticker mit den Spezifikationen der einzelnen Riegel und der Produktbezeichnung, sprich die Bezeichnung für das Speicherkit. Ja, wie gesagt, farblich gibt es halt nicht so viele Mainboards, zu denen die Speichermodule passen. Lediglich Gigabyte bietet einige Mainboards an und das sind die Modelle der G1 Sniper Serie. Da würden die Speichermodule passen. Zufällig habe ich so ein Mainboard auch hier. Und zwar ist das das G1 Sniper B5 mit grünen Speicherbänken und grünen PCI Express Slots. Da passen die Module auf jeden Fall farblich sehr gut zu. Ich baue das jetzt hier mal zusammen, beziehungsweise ich stecke den Module mal rein. Na, so, perfekt. Und da sieht man schon, dass das eine ganz schicke Kombination ist und die Module hier farblich perfekt auf das Board passen. Jetzt haben die Module von Haus aus nicht die besten Spezifikationen. DDR3600 mit CL 999-27 ist jetzt nicht so unbedingt das, wo man sagen würde, die lassen sich gut übertakten. Man würde den Modulen hier in dem Fall aber Unrecht tun, wenn man sagen würde, die wären schlecht. Ich habe die Module testweise übertaktet und konnte einige Überraschungen erreichen. Im DDR3600 Modus konnte man die Latenzzeiten von 999-27 auf 777-21 senken, ohne dabei die Spannung anzuheben. Sprich, bei 1,5 Volt kann man die Werte, also die Hauptwerte, alle um 2 verringern. Das ist für so ein Speicherkit echt gut. Also das hätte ich nicht gedacht. Das sind wirklich sehr gute Ergebnisse. Wenn man jetzt sagt, okay, das Potenzial möchte ich in höhere Taktraten investieren, dann ist der DDR3 1866 Modus
bei 1,5 Volt mit Latenzzeiten von CL9927 möglich. Heißt, ich kann die Taktrate in die Höhe schrauben, ohne die Latenzzeiten zu lockern und oder die Spannung anzupassen. Wenn man jetzt die Spannung noch ein bisschen erhöht, ich habe es jetzt im Diagramm, seht ihr es jetzt bei 1,65 Volt, es reichen aber auch 1,6 Volt, dann lassen die Latenzzeiten sich auf CL89824 verschärfen. Das Interessante oder die beeindruckenden Ergebnisse erreicht das Speichergerät aber erst bei noch höheren Taktraten. Der DDR3-2133 Modus ist bei 1,5 Volt mit Latenzzeiten von CL10-10-1030 möglich. Das ist für so ein Speichergerät echt nicht schlecht. Noch besser wird's, wenn man die Spannung wieder ein bisschen erhöht. Im Diagramm seht ihr jetzt wieder 1,65 Volt. 1,6 reichen aber an der Stelle auch aus. Und die Latenzzeiten lassen sich auf CL9-10927 anpassen. Den meisten Speicherkits mit den Spezifikationen ab Werk geht jetzt schon die Puste aus. Oder es sind echt hohe Latenzzeiten vonnöten. Nicht aber bei dem Kit. Ihr könnt es sogar noch weiter übertakten. Und zwar lief mein Muster im DDR3-2400 Modus mit den Latenzzeiten von CL 10, 11, 11, 30. Allerdings muss man da die Spannung definitiv auf 1,65 Volt anheben. Mit 1,5 Volt startet das System gar nicht und bei 1,6 Volt bricht der Stabilitätstest nach einiger Zeit ab. Wie ich anfangs schon gesagt habe, die Ergebnisse sind echt nicht schlecht und haben mich echt überrascht. Also das gibt auf jeden Fall Pluspunkte. Daneben die Undervolting-Eigenschaften. Jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, die Latenzzeiten so hoch zu runterzuschrauben. Alternativ kann man die Spezifikation so lassen und sagen, okay, ich verringere die Spannung. Das bringt ein paar Watt bei der Leistungsaufnahme und schon den Speichercontroller, der CPU. Bei dem Muster, das ich jetzt hier verwendet habe, konnte man die Spannung von 1,5 Volt auf 1,35 Volt senken, was dem DDR3L-Standard entsprechen würde, sprich 1,35 Volt als Betriebsspannung. Es ist natürlich immer schwierig, ein Kit zu erwischen, das die gleichen Ergebnisse packt oder ähnlich. Solltet ihr vorhaben, das Kit zu kaufen, seid nicht enttäuscht, wenn ihr nicht die gleichen Werte erreicht wie ich. Ein bisschen Spiel ist da immer drin. Das heißt, die Ergebnisse können nicht 1:1 übernommen werden, sind aber schon gute Richtwerte. Ja, zum Schluss noch ein paar Worte zum Preis. Das ist so das einzige Manko, was das Speicherkit hat. Verglichen mit anderen Kits, die über die identischen Spezifikationen verfügen, sprich 2x4 GB DDR3-1600 Modus, Latenzzeiten von CL99927 bei 1,5 Volt, muss man hier im Schnitt so 10 bis 15 Euro mehr investieren. Das hängt ein bisschen von den Tagespreisen und vom generellen Listing im Preisvergleich ab. Ob es einem das jetzt wert ist und man das dafür bezahlen will, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde den Aufpreis schon happig. Ich meine, im Prinzip bezahlt man hier nur für das schwarze PCB und die grünen Kühlkörper. Der Optik halber, oder wenn man sagt, ich habe so eine Platine und ich möchte passenden Speicher haben, gut, dann muss man vielleicht in den sauren Apfel beißen und diesen Preis bezahlen. Das ist okay. Wer jetzt sagt, das ist mir einfach zu viel, für den gibt es genügend andere Alternativen. Was für die Speichermodule spricht, oder in dem Fall für das Kit auf jeden Fall positiv ist, klar, die Optik ist schick, man braucht das entsprechende Mainboard und die Overclocking-Ergebnisse bieten natürlich noch etwas Spielraum. Das heißt, wenn ihr euer System tunen wollt und ein bisschen Leistung rausholen wollt, dann bietet der Speicher dazu die Möglichkeit. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Seid gespannt, auf diesem Kanal wird in sehr naher Zukunft, ich versuche es so im 3-4-Tage-Rhythmus, immer mal wieder ein Video zu bringen. Das Ganze startet jetzt erst. Ich habe noch eine große Kiste mit Teilen, die getestet werden wollen, hier liegen und die werde ich jetzt nach und nach rausfeuern. Wenn ihr Fragen habt, Ideen, Feedback oder Kritik, nutzt die Videofunktion, die Videokommentare. Alternativ könnt ihr mir auch auf Facebook, wenn ich es schaffe, es da zu verlinken, Feedback geben. Und ansonsten würde ich einfach sagen, es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Bis dahin und schönen Tag euch noch. Ciao.